In diesem Video werde ich Ignivore entwickeln. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Video. Es ist kein Clickbait. Ich bin übrigens zu Hause. Ihr hört es vielleicht auch in meiner Stimme. Ich bin krank. Krass, ey. Ich war wirklich seit einem halben Jahr, glaube ich, nicht mehr krank. Aber die Woche waren irgendwie so viele Events und so viel Stress. Und ich glaube, das war einfach ein bisschen zu viel. Und jetzt hat es mich erwischt. Was soll ich sagen? Wir lassen uns davon aber nicht abhalten, Leute. Denn ich werde heute in diesem Video meinen lang ersehnten Wunsch erfüllen und ein Ignivore entwickeln. Ich habe einfach schon 6 Stück. Können wir das mal ganz kurz appreciaten oder kurz mal gucken, was hier eigentlich abging. Wir schauen uns die einfach mal an von den IV-Werten. Das ist schon mal ziemlich krass. Das ist auch okay. Und ja, tatsächlich war das hier auch dann schon das Stärkste. 3 Sterne auf jeden Fall. Es ist nicht verkehrt. Es geht natürlich besser, aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt noch so lange warte, werde ich das entwickeln. Und ihr fragt euch, ja, du hast hier nur 231. Nur 231 vor allem. Das ist so viel schon. Candies. Ich habe noch Sondercandies und die werden wir nach umwandeln. Was ich euch aber zeigen wollte, in welchen Abständen wir diese Dinger eigentlich bekommen haben. Das war mein erstes am 5.8. in London am GoFest. Ich habe davor sogar noch eines bekommen. Das war schon 2-3 Monate her oder so. Das habe ich aber getradet an Elena, meine Freundin, weil die noch keins hatte. Die wollte unbedingt eins haben. Dann habe ich ihr eins gegeben. So. Das heißt, das ist jetzt offiziell noch mein erstes, was ich noch habe. Danach ging es direkt weiter am selben Tag. Das zweite. Dann am 2.9. schon wieder 2 an einem Tag. Wie lucky ist das? Am 20.9. und am 24.9. Also wow. Ich kenne so viele von euch und auch in den Kommentaren, die einfach immer noch kein einziges haben. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr schon Ignivore habt oder nicht. Das ist aber echt heftig. Und das heißt, ich werde heute ich werde heute das hier entwickeln. So, und dafür werde ich jetzt zuallererst mal Ignivore Candies generieren. Wir brauchen nämlich in Summe genau 400. Und ihr seht es ja oben links, ich habe 887. Das ist geisteskrank viel. Okay, ich bin eh froh, wenn ich so ein bisschen Platz im Inventar mal wieder habe. Und ich glaube, das ist doch eine gute Investition. Davon würde mir niemand abraten, oder? Zumal es ein neuer Pokédex-Eintrag wird und ich keine Ahnung habe, wie die Entwicklung von Ignivore aussieht. Ich habe echt überhaupt keinen Plan. Wir werden es rausfinden. So, 169 Candies wurden umgewandelt. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir immer noch 700 Candies, haben wir gerade gesehen. Also Sondercandies, aber auch 400 Ignivore-Candies. Und das wird gleich entwickelt. Gleichzeitig haben wir aber heute Hatch Day von Azuril, was mich ein bisschen ärgert, weil jetzt gerade bin ich krank und will eigentlich nicht rausgehen. Aber ich denke mir, ganz ehrlich, ein bisschen Bewegung wird ja gut tun. Ich habe mir extra sogar die Forschung hier gekauft. Ich muss sogar laufen, sonst waren die 2,50 Euro total umsonst. Und ich habe echt Bock, einen Azuril zu bekommen in Shiny und einen 100er. Zufälligerweise habe ich schon eines. Also, das war halt so random. Ist auch so random, dass ich das jetzt vor diesem Event Day bekomme. Nach dem Day wird es gar nicht mehr so special sein, aber ich habe es davor bekommen und das macht das schon besonders. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ein bisschen gehen wir jetzt erstmal rum, würde ich sagen. Ein paar Kilometerchen spazieren und dann sehen wir uns draußen. So Leute, da bin ich auch schon draußen. Ich sammle die Schritte, auch gerade hier der Abenteuerrauch an. Das wird aber ein anderes Video, das zeige ich euch heute nicht. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird sehr, 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 sehr wild. Aber gut, wir schauen einfach mal. Irgendwie eine große Runde. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffe, aber 3 Kilometer, ich denke, das kriegt man schon hin. Leute, ich muss auch noch für eine Aufgabe ein Lokrokel entwickeln. Das wird auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Habt ihr gerade rechts unten gesehen. Aufgabe erfüllt, wunderbar. Dann machen wir das auch einfach mal. Und dann gucken wir mal, wie das Ding hier aussieht, was hier rauskommt. Ui, lol. Hä? Das sieht aber echt witzig aus, muss man sagen. Im Pokédex registriert, das ist doch einfach nur eine schöne Sache. So, ja, an den IV-Werten wird sich nichts geändert haben, Lukas. Aber gut, wir gucken mal. Dann sind wir nämlich hier mit dem Paldea-Abenteuer auch bald mal durch. Ja, das hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert, aber gut, nicht schlimm. Das Pamo nehmen wir jetzt hier noch mit einem einfach fabelhaften. Wunderbar. Und ich denke mal, die ersten 500 Meter haben wir. Das war echt anstrengend. Also, ich glaube, ich muss ein bisschen langsamer gehen, sonst halte ich hier nicht lange durch. Ja, moin. Und die letzte Stufe ist ja richtig krass. Erkunde 80 Kilometer. Ja, Digga, also, wow. Egal. Da machen wir auf jeden Fall weiter, brüte ein Ei aus und dann müssen wir hier halt, ja, Route kann ich nicht folgen, gibt es hier nicht um die Ecke, aber Kilometer laufen. Achso, und Meisterball bin ich auch schon gut vorangekommen. Ich muss auf jeden Fall noch einige Raids machen. Also ladet mich gerne immer ein, wenn ihr mich als Ingame-Freund habt. Ich bin immer dabei. Genau. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, wir könnten auch einfach mal so ein Barschwar entwickeln, oder? Kommen wir endlich mal bei dieser Spezialherausforderung voran. Dafür brauchen wir halt ein paar Sondercandies. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen das. Also viele brauchen wir nicht. Gucken wir einfach mal. Sondercandy, zack. Barschwar. Wie viel brauchen wir denn? 100, ne? Ja, ganz ehrlich, dann machen wir das doch. Zack. Eingetauscht. Und jetzt suchen wir uns noch das beste Barschwar raus und machen das zu einem Milotic. Ein 100er
habe ich, glaube ich, nicht. Also ziemlich sicher nicht. Ja, ich habe eh schon wahrscheinlich das Beste markiert. Aber wir gucken trotzdem mal schnell alle durch. Ach, muss man da noch eine Herausforderung machen? Damals konnte man die, glaube ich, einfach so entwickeln, die Dinger. Boah, die sind ja alle richtig schlecht. Geht zusammen auf ein Abenteuer. Laufe 20 Kilometer. Ja, hätte ich das mal gewusst. Ja gut, aber ich glaube, das 12, also das markierte hier, 15, 12, 12 ist das Beste. Das mache ich mal als Buddy rein. So, und dann ist hier auch schon der Buddy Switch am Start. 20 Kilometer. Gut, das schaffen wir heute nicht. Ein paar Tage brauchen wir dafür schon, aber gut, nicht so schlimm. So, und wie viel ist denn hier gerade am Start? Das ist echt heftig, ey. Und ich muss Barschwan natürlich auch füttern, ganz klar. So, Leute, ich bin in einem Suicune Raid. Ganz ehrlich, also die legendären Vögel, wollte ich schon sagen, die legendären Bestien, wie auch immer, muss man schon mal mitnehmen, ganz ehrlich. Das letzte Mal, dass die rauskamen, war halt auch Ewigkeiten her und wir wissen natürlich nicht, wann die dann wieder mal kommen. Das heißt, ich mache jetzt wirklich jeden Tag eigentlich die Raids, ne? Nehme da immer alles mit, in der Hoffnung, dass auch mal ein 100er dabei ist. Gucken wir mal. Sollten wir aber relativ schnell Daumen bekommen, wir sind zu 6, also da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Bin jetzt bei 50 Sekunden runter. Ja, locker. Wir sind jetzt schon ein Drittel. Perfekt. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann fangen wir das und dann sollten wir schon so bei 2 Kilometer sein. Und dann drehe ich auch so langsam um, weil ich kann nicht mehr. Ich sag's euch. Das ist, nee, 2 Kilometer ist übertrieben. Nee, 1,5 eher. Naja, schauen wir mal. So, wir haben das Ding jetzt gleich. Bin ich irgendwie verschwommen? Nee, ich glaube, das ist einfach nur das Licht, was von hinten kommt. Egal. Suicune ist jeden Moment down. Und dann fangen wir es auch gleich. Hoffen wir mal, dass wir irgendwie Glück haben jetzt und dass vielleicht ein 100er ist. Oh, Leute, ist das anstrengend, ey. Eieiei, keine gute Idee. Ich freue mich auf das Ignivore gleich, Leute. Das machen wir wieder gleich ganz entspannt zu Hause, so. Gut, Raid ist vorbei. Das ist auch schon mal gut, ne? Wir brauchen ja sowieso 60 Raids. Und da ist das gute Ding auch schon. Goldene Himibäre und let's go, oder? Gar nicht viel überlegen, großartiger Wurf. So schwierig sind die Dinger jetzt auch nicht zu fangen. Ja, komm, first try. War ja fast schon zu einfach. Yep, und dann haben wir auch schon Suicune, leider nicht wirklich gut. Naja, ein Barschweiß. Achso, das ist mein Kumpel. Okay. So, Leute. Ach, scheiße. Weg. Egal. Pass auf. Ich ärgere mich so hart, weil ich hab ein... Ich hab... Ne! Oh mein Gott! Lava nicht, wie geil! Hä? Pokémon Go Plus Plus dann, oder was? Ja, mit dem Pokéball. Krass. Digga, das wollte ich euch gar nicht zeigen. Ich ärgere mich nur, weil ich jetzt schon 130 Barschwar-Candies hab, weil hier die ganze Zeit Barschwars unterwegs sind. Sonst kriege ich die Dinger nie. Plötzlich sind die hier am Start und jetzt kommt einfach ein Shiny Enton. Ich habe gerade 3 Entons hier vom Pokémon Go Plus Plus gefangen. Und da ist einfach ein Shiny dabei. Wie geil ist das, Leute? Daumen nach oben dafür, auf jeden Fall. Und das erste Ei geht auf. Azurill. Nee, schade. Das war wohl noch kein Event-Ei. Eieiei. So, jetzt habe ich auch zumindest wieder einen Slot frei. Ja, wir kriegen jetzt gleich noch ein paar Slots durch die 7er frei. Also eigentlich fast alle Slots. Aber hier sind halt weit und breit keine Pokestops, ne? Ich gehe hier an irgendeiner Landstraße entlang oder so. Ich habe keinen Plan. Naja, ist nun mal so. Wie viele Kilometer haben wir schon? Ah, warte mal. Erstmal das hier. Ein wildes Vulcano. Können wir uns natürlich abholen. Ich schätze mal, wir haben jetzt die 2 Kilometer schon gereached. Keine Ahnung, was es da für Belohnungen gibt. Ich hoffe, die 2,50 € haben sich gelohnt, Leute. Sonst bin ich sauer. So, Onyx. Ja, komm, das kann mal Pokémon Go Plus Plus machen. Wir haben schon... Oh ja. Oh, wir haben schon 3 Kilometer. Lol. Ja, dann schaffen wir das vielleicht sogar. Also, ich habe noch ein gutes Streckchen vor mir. Dann schaffen wir auch die 5. Dann holen wir uns hier gleich alles ab. Das ist doch noch besser. Und es ist soweit. Die 6 Eier gehen auf. Die 7K Eier. Also die 6, 7K Eier. So. Also sind jetzt... Ui, ui. Wir sind jetzt echt schon viel gegangen. Und war das gerade ein zweites Shiny in dieser Folge? Digga, ich bin ja so lucky, ey. Ich bin ja so geil. Oh mein Gott. Das will ich mir gleich nochmal in Ruhe angucken. Das habe ich auf jeden Fall auch noch nicht. 2 neue Shinies heute. Also besser geht's ja gar nicht, ganz ehrlich. Wie geil. Oh mein Gott. Das ist doch mal super. Ui. Ist auch richtig gut. Das könnte man echt verwenden. Kann man damit kämpfen? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Also was geht hier ab? Enton, Fukano. Also es ist echt einfach nur ein Fest. So, jetzt muss ich Pokestops noch ein paar besuchen, dass ich auch ein paar Event-Eier bekomme und da vielleicht noch ein paar ausbrüten kann. Aber hier ist halt weit und breit gar nichts. Da vorne sind 2. Da vorne links, da gehe ich mal rein, die Straße. Und dann sollten wir in Summe auf jeden Fall die 5 Kilometer schaffen. Da bin ich mir sicher. Oh, Leute, wir sehen uns gleich. So, Leute, in der Zwischenzeit machen wir nochmal einen neuen Raid. Ich bin gerade am Weg zu den Pokestops. Pokémon Go Plus Plus ist eh noch aktiv. Das wird die dann drehen und hoffentlich ein paar Eier rausbekommen. Dann hauen wir die noch rein. Dann gehen wir die letzten 1,3 Kilometer oder so, die ich dann brauche. Jo, und dann haben wir auch die Chance auf vielleicht noch ein zweites Shandu Azurill, obwohl mich das jetzt gar nicht so sehr anfixiert. Wie gesagt, ich habe ja schon eins. Ja, das ist so echt so random, dass ich das so kurz vor so einem Event-Start bekomme. Aber gut, ich überquere mal hier die Straße, während Raikou hier
noch zerstört wird. Und jetzt sollten wir eigentlich so in 50 Metern nach vorne bei den drei Pokestops angekommen sein. Und ich freue mich auf Ignivore-Entwicklung, ey. Ah ja, guck, da war der erste schon. Das ist der zweite. Und jetzt müsste gleich der dritte auch noch gedreht werden, hoffentlich. Kann natürlich auch sein, dass da jetzt ein Pokémon noch irgendwo dazwischen ist im Weg oder so. Das wissen wir natürlich nicht. Und wir sind hier zwar zu viert in einem Raid, aber irgendwie sieht das nicht so erfolgreich aus. Also ein Viertel der Zeit ist schon rum. Wir haben jetzt ganz grob mal und sehr, sehr nett geschätzt, haben wir ein Viertel down. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Also was ist das denn? Hä? So, ich bleib da jetzt wirklich einfach mal dran bei dem Raid. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon drin bin, dann kann man es ja auch mal probieren. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die anderen da jetzt aus der Gruppe einfach rausliefen, weil die denken, wir schaffen das nicht mehr. Aber es könnte echt knapp werden. Das war der nächste Pokestop. Ah, boah, das ist echt nicht gut, ne? 150 Sekunden ist Halbzeit. Aber wir sind ungefähr bei der Hälfte, ne? Doch, wir sind jetzt bei der Hälfte. Schaffen wir sogar. Müssen wir nur dranbleiben. Ich weiß nicht, warum es am Anfang so langsam voranging, aber doch, das sollten wir schaffen. Also, da darf jetzt echt niemand reinkacken oder so, oder rausgehen oder sonst was. Ja, ich schlender hier einfach durch die Gegend in der Hoffnung, dass hier irgendwo noch ein Pokestop ist. Kann ich aber nicht wissen, ne? Ich sehe es, wenn nur, wenn der gedreht wird. Gut, wir gehen mal hier links weiter. Let's go. Okay, jetzt die letzten 90 Sekunden. Ja, also gefühlt kämpfe ich hier oder kämpfen wir jetzt zweit und die anderen zwei sind einfach AFK oder so. Es geht halt echt viel zu langsam dafür. Okay, Leute, wir haben das Ding endlich down. Ach, wunderbar, finally. Und gerade auch, glaube ich, noch ein Pokestop gedreht. Sonst wäre da kein Geschenk gerade aufgeploppt. Aber gut, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Also, du hast gewonnen. Das sieht schon mal gut aus. 10.000 EP. Ich werde jetzt auch mal ganz kurz stehen, dass wir uns kurz konzentrieren können, das Ding zu fangen. 1964. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Es ist auf jeden Fall ein einfach fabelhafter Wurf. Und das ist auf jeden Fall gut. Bleibt aber leider nicht First Try drin. Es könnte aber auch echt ein 100er sein, ne? So, die WP-Zahl, die lächelt mich schon wieder hier so an. Einfach fabelhaft. Wunderbar. Zweiter Try und er bleibt jetzt im zweiten Try drin. Nee, bleibt er nicht. Okay, das ist hartnäckig, das Teil. Gut, dann noch ein Versuch. Let's go. Und wieder einfach fabelhaft. Dreimal hintereinander. Das ist schon mal ein guter Anfang. Kommt aber direkt wieder raus. Dann jetzt noch einen einfach fabelhaften, ne? Ja. Viermal. Vierter Ball. Und wieder raus. Eieiei. Und, der war aber jetzt nicht einfach fabelhaft. Der fünfte. Und jetzt bleibt er auch drin aus Prinzip, ne? Nee, schade. So, ich muss jetzt auch gleich die Bälle mal incubaten. Ah, die Bälle, die... Ach, nee. Digga, das ist jetzt dumm. Die Eier, meine ich. Weil wir müssen ja auch noch ausbrüten. 1,5 Kilometer zumindest. Jetzt bleibt das Ding hier nicht drin. 6 Bälle noch. Das ist doch frech. Das ist eine Frechheit, ey. Guckt's euch an. So, jetzt aber einfach fabelhaft. Oh, so langsam bin ich auch hier am Ende, ey. Das waren schon viele Schritte. So, wir haben's. Let's go. Das ist gut. Raikou wurde gefangen. Wenn das jetzt ein 100er ist, dann... Oh mein Gott! Digga, das ist ja knapp, ey. Das ist ja krass. Ja, krasse Sache. Okay. Und die Eier sind auch wieder voll. Dann können wir... Ach, ich wollte ja... Digga, das war jetzt ein bisschen lost. Egal. Ich glaube, wir können die ja eh nach dem Event auch noch ausbrüten. Ganz ehrlich, weil dann gehen wir jetzt nach Hause. Dann haben wir jetzt zumindest ein paar Eier gesammelt. Und dann war es das jetzt hier. So, also das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind die letzten paar 100 Meter. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Das sieht man ja leider nicht so genau. Aber wir sind auf jeden Fall bei 4 von 5 Kilometern. Und dann haben wir das hier auch durch. Eieiei, das war auch echt anstrengend. So, Leute. Ich mache jetzt noch einen letzten Suicune-Raid und dann sind wir auch, glaube ich, fertig. Also 5 Kilometer. Ich meine, da kam gerade schon das Pop-Up. Wir werden es gleich sehen, ob wir es wirklich dann geschafft haben. Und dann wird endlich Ignivore entwickelt und ich freue mich aufs Bett, ey. Das ist schon krass, ey. 5 Kilometer. Wenn man nicht so fit ist, das geht schon hart in die Beine, in alles, ne? Aber gut, Suicune zu siebt. Digga, das Teil ist aber auch echt wieder hartnäckig. Zu siebt und geht eigentlich langsam. Aber gut, wir sehen uns gleich. Leute, ich bin gerade durch einen Glitch aus dem Raid geflogen. Ist ja wieder lächerlich, ey. Ich weiß nicht, ob irgendwie Internet weg war oder so. Egal, ich bin auf jeden Fall zu Hause. Bin fix und fertig. Wir holen uns jetzt die Belohnungen ab. Wir haben es geschafft. Let's go. Ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt bekommen. Ein Fukano erstmal. Gut. Also ich hoffe, das hat sich jetzt echt gelohnt. Ne? 2,50 Euro. Gut, alleine wegen den Brutmaschinen müsste sich das eigentlich schon gelohnt haben. Oh, normales Fukano. Let's go, das ist auch nicht schlecht. Und noch ein Fukano? Ja, doch. Digga, kriegen wir jetzt abwechselnd Fukano und Fukano? Und warum glitsche ich hier gerade so rum? Ich glaube, ich hätte einfach auch nur zu Hause sitzen können und die Kilometer voll machen können. Hätte ich mich nicht bewegen müssen, ey. Ich bin ja richtig am rumglitschen. Digga, das sind jetzt die ganze Zeit... Ja, das ist die ganze Zeit einfach nur Fukanos. Wie lost? Als ob ich jetzt hier 2,50 Euro und 5 Kilometer gelaufen bin für Fukanos. Naja, ich weiß ja nicht ganz. Ich meine, vielleicht ist ja auch ein gutes dabei. Wer weiß, ein 100er oder so. Oder noch
noch ein Shiny oder so. Ich meine, das ist jetzt das Vorletzte, das ist kein Shiny, da hatte ich jetzt auch schon ein besseres. Boah, wie habe ich denn den einfach fabelhaft getroffen? Das war schon ehrenlos, ey. Und das letzte Fukano, so 508 nochmal. Und jetzt kriegen wir noch die Belohnungen, Brutmaschine, also zweimal und eine Superbrut und noch ein Fukano. 551, 551 habe ich jetzt gefühlt 15 Mal bekommen, Kappa. Also müssen wir jetzt gleich mal gucken. Krass. Gut, war ein gutes dabei? Ja. War ein besseres dabei? Nein. War hier ein gutes dabei? Ja. War ein besseres dabei? Nein. Alles klar. Also das hat sich ja echt nicht gelohnt. Aber dafür kommen wir jetzt zum Highlight des Videos, worauf ihr alle gewartet habt und ich mich auch am meisten freue. Wir entwickeln Ignivore zu, ich habe keine Ahnung, wie das Ding überhaupt heißt. Wir machen es einfach. Let's go, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. 500 Likes auf dieses Video. Come on. Eieiei, ist das geil. Das freut mich jetzt schon sehr hart. Das ist nämlich schon eines der seltensten Pokémon in Pokémon Go, muss man sagen. Oh mein Gott, wie hässlich. Ramot. Wie so eine Motte einfach, ne? Bruder, nee. Und dafür habe ich jetzt 400... Eieieiei. Dafür habe ich jetzt 400 ausgegeben. Also ganz ehrlich, ich glaube, da ist das normale Ignivore schon nicer. Boah, ich würde gerne wissen. Wir tun eines mal umwandeln, nur dass wir sehen. Okay, geht auf 4062. Schon gar nicht mal so übel. Ich weiß nicht, ob man damit gut kämpfen kann oder so, aber wir haben es geschafft, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und so. Ne, ihr wisst Bescheid. Ja, haut rein. Ciao.